Das Video zur Zeitreise durch Lippe wird präsentiert von B&K, Ihr BMW- und Mini-Autohaus in Detmold. Was für ein Anblick! 13 Elefanten mitten in Detmold. Das zog reichlich Schaulustige an. Und dabei wollten die Zirkustiere nur ihren Durst stillen. Ganz so spektakulär wie im Juni 1958 sieht es hier heute nicht aus. Aber das Bild, das sich den Zuschauern damals bot, war aufregend. Und es zeigt, unsere lippische Geschichte hat viel zu bieten. Wir gehen auf Zeitreise. Nay Rose, oh yeah. Have you ever seen Miss Lindy? She likes to dance all day. And when she does rock and roll. Hier, wo heute reine Fußgängerzone ist, herrschte in den 50ern noch reges Treiben. Denn hier fuhr die Straßenbahn lang. Im Jahr 1900 fuhr die Straßenbahn zum ersten Mal durch Detmold. Vom Postamt zur Stadtmitte und zur Zentrale am Stadtrand ging es. Darüber hinaus fuhr sie nach Hiddesen und Berlebeck, später auch nach Pivitzheide, Horn und sogar bis nach Paderborn. 2 Stunden war man bis dorthin unterwegs. Besonders berühmt war wohl die Strecke hier mitten durch die Extern Steine. Heute sieht man nur noch Reste von den alten Befestigungsanlagen. Set me free, come on. Die Ruckeltante, wie man die Straßenbahn damals auch liebevoll nannte, stellte 1954 den Betrieb ein. Der Bus löste sie ab und auch das Auto wurde für den Normalverdiener finanzierbar. Das führte allerdings auch dazu, dass der Verkehr in der Innenstadt deutlich zunahm. Denn Fußgängerzonen waren alles andere als üblich. Autos, die auf den Marktplätzen parken, waren zu dieser Zeit kein seltener Anblick. Bis in die 70er war die Lemgoer Mittelstraße Hauptverkehrsader. In Detmold floss der Verkehr noch bis 1974 durch die Lange Straße. Erst dann wurde diese umgebaut. Die schicken Schlitten dieser Zeit bekommen eine Menge Aufmerksamkeit. Es sind immer mehr Autos auf den Straßen und damit werden auch immer mehr Tankstellen notwendig. So wie dieses schicke Stück hier, das 1951 im Siegerländer Weiler gebaut wurde. Seit 2010 steht sie hier im Freilichtmuseum in Detmold. Sie ist ein Zeichen für die Mobilisierung der Bevölkerung, denn die kann jetzt nicht nur in die nächste Dorfkneipe spazieren, sie kann auch eine Spritztour in die Stadt machen. Günstige Preise, Thunfisch und Frikadellen, die auch gerne als Bremsklötze bezeichnet wurden. Die Bertha hatte in Detmold seit den 60er Jahren viel zu bieten. Hier in dem alten Fachwerkhaus war sie fast 30 Jahre lang Kult. Auf den ersten Blick war die Bertha in der Hornschen Straße schlicht, aber ihr Charme sprach Bände. Das Publikum? Vor allem bunt. Die Bertha war Geburtsstätte lokaler Künstler, politischer Bewegungen und musikalischer Ergüsse. 1989 kam das Aus für die Bertha. In den 90ern wurde sie als Geschäfts- und Wohnhaus saniert, dann zog die Zoohandlung Brakemann ein. Heute beherbergt das Gebäude ein Tattoo-Studio. Eine ganz andere Gastronomie der 60er war das Deutsche Haus in Blomberg. Hier setzte man auf schicke und gediegene Atmosphäre. Tuchservietten und Eisbein mit Püree kamen auf den Tisch und im zugehörigen Bierstübchen gab's Bier für 45 Pfennig. Was hier einmal im Jahr stattfand, war ein wahrer Publikumsmagnet. Von 1965 bis 1975 wollten sich hier die schnellsten Fahrer aus der Region beweisen. Die Bergrennen über die Gauseköte waren legendär. Bis zu 25.000 Motorsport-Enthusiasten kamen nach Berlebeck, um sich das Spektakel anzuschauen. Käfer und Sportwagen gleichermaßen juckelten über die Piste. Doch die gefährlichen Kurven hatten ihre Tücken. Mehrere Verletzte gab es über die 10 Jahre und ein tragisches Unglück. 1972 überschlug sich der Sieger im Zielauslauf mit seinem Formel-3-Rennwagen. Der Unfall endete tödlich. 3 Jahre lang fanden weiterhin Rennen auf der Gauseköte statt, bis das Ende der Veranstaltung kam. Seit Anfang 2019 ist die Gauseköte gesperrt. Nach einem Unwetter war ein Teil des Hangs abgerutscht und bis dieser nicht komplett gesichert ist, bleibt die Straße dicht. Das kann noch bis mindestens Ende des Jahres dauern. 1, Start! Eine andere sportliche Tradition fand in den 70er Jahren ihren Anfang.
Rund 7000 Läufer treffen sich hier am letzten Sonntag im April, um ihren Ehrgeiz auf die Probe zu stellen. Seit 1972 findet der Hermannslauf statt. Von hier aus, von der Grotenburg, geht es auf die 31,1 Kilometer weite Strecke zur Sparrenburg nach Bielefeld. Ausgerechnet der Bielefelder Skiclub hat den Lauf ins Leben gerufen. 1972 starteten zum ersten Mal 600 Teilnehmer. Im sechsten Jahr waren es bereits mehr als 2000 Läufer. Eine Verantwortung, die der Skiclub nicht mehr stemmen konnte. Schließlich übernahm der TSVE Bielefeld die Organisation, der auch heute noch verantwortlich zeichnet. Den Rekord hält seit 2011 übrigens Ezekiel Jafari Nikba, der die Strecke in 1 Stunde, 40 Minuten und 58 Sekunden zurücklegte. Am häufigsten ist der Detmolder Elias Sansa als erster ins Ziel gekommen. 12 Siege hat er bislang erzielt. Dass es hier einmal einen Niedergang bis zum kompletten Leerstand geben würde, hätte sich Anfang der 80er Jahre wohl kaum jemand erträumt. Die Eröffnung der Galerie Hornsches Tor war mit Hoffnung und Vorfreude verbunden. Übrig geblieben ist davon nicht viel. Am 31. März 1983 öffnete die Galerie Hornsches Tor. Auf rund 2000 Quadratmetern siedelten ein Dutzend Geschäfte, einige Lokale, drei Kinos und das Modehaus C&A an. Der große Innenhof unter Glasfenstern sollte eine Stadt in der Stadt erschaffen. Eine Einkaufswelt, die man so noch nicht kannte. Kaum zu glauben. Neben dem Moderiesen C&A ist es den Planern gelungen, auch McDonald's für die Galerie zu gewinnen. Es war eine der ersten Filialen in OWL und die allererste in Lippe. Damals warb man noch mit den Slogans »Die vernünftige Ernährung« und »Big Mac, der vitaminreiche Snack«. Mehr als zwei Jahrzehnte lang sollte der McDonald's seinen Platz in der Galerie haben. Doch nachdem das Universum-Kino Anfang 2005 geschlossen worden war, folgte etwas später auch das Schnellrestaurant. 2014 verließ schließlich auch C&A den Standort und zog auf die andere Seite der Fußgängerzone um. Die Stadt hat das Gelände mittlerweile aufgekauft. Ein neuer Investor soll gefunden werden, der das Hornsche Tor wieder zum Publikumsmagneten macht. Doch vorher müssen die alten Gebäude abgerissen werden, inklusive der alten Bürgerberatung. In wenigen Wochen wird von Parkhaus und Verwaltungsgebäuden nichts mehr zu sehen sein. Stehen bleibt nur die Galerie. Mit einem lauten Knall und Abrissplänen begannen die 80er Jahre hier in Detmold. Hier an der Hornschen Straße, wo jetzt hauptsächlich grün und dahinterliegend ein Parkplatz zu sehen sind, war seit Ende des 19. Jahrhunderts das Fabrikgelände der Klingenberg-Druckerei. Als 1980 der Abriss drohte, war die Firma bereits in den Detmolder Westen umgezogen. Die Detmolder Jugend wollte in den leerstehenden Gebäuden ein Jugendzentrum eröffnen. Doch Regierungspräsident Walter Stich schmetterte den Vorschlag im November 1980 ab. Daraufhin besetzten die Jugendlichen zwei der Gebäude. Die Abbruchpläne jedoch wurden weiterverhandelt. Am 12. Januar 1981 ist es soweit. Mitten in der Nacht rücken 540 Polizisten aus Lippe und Umgebung an, um die Gebäude zu räumen. Die Besetzer lassen sich friedlich abführen. Aber gegen 85 von ihnen wird später Strafbefehl wegen Hausfriedensbruch gestellt. Von dem Fabrikgelände ist hier heute nicht mehr viel zu sehen. Einzig das Haus Münsterberg, das die Firma damals mitnutzte, steht hier noch. 1986 wurde es in einer spektakulären Aktion um 7 Meter versetzt. Heute beherbergt es das Literaturbüro OWL und die Gemeinschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Letztendlich erzielten die Besetzer aber einen Sieg. Der Detmolder Rat gab grünes Licht für ein Kommunikationszentrum in der alten Paulinenschule. Unter dem Namen Alte Pauline öffnete sie Ende 1981. Auch heute besteht das autonome Jugendzentrum an der Bielefelder Straße noch. Ein Stück Berlin mitten in der Residenzstadt. Hier am Willy-Brandt-Platz an der Paulinenstraße erinnert ein Teil der Berliner Mauer an die langen Jahre, in denen Deutschland getrennt war. Es ist ein Sinnbild der 90er, des Zusammenhalts. 383 Kilometer sind es von hier bis nach Berlin. Ein besonderes Ereignis aus dem lippischen Fürstenhaus macht in den 90er Jahren Schlagzeilen.
Am 15. Oktober 1994 geben sich Stefan Prinz zur Lippe und Maria Gräfin zu Solms-Laubach hier in der Christuskirche das Jawort. Eingeladen waren rund 500 Gäste. Auch das niederländische Prinzenpaar war darunter. Nach der Kirche ging es standesgemäß per Kutsche zum Schloss, wo zahlreiche Detmolder und Medienvertreter aus dem ganzen Land bereits warteten. Sie alle wollten dem frisch gebackenen Ehepaar gratulieren. Auch ein kleiner Fauxpas am Morgen konnte schnell überwunden werden. Das Auto des Chauffeurs, der eigentlich den Bräutigam samt Eltern Armin und Traute zur Lippe zur Kirche bringen sollte, hatte eine Panne. Ein netter Polizist half aber kurzerhand aus und brachte die Familie im Streifenwagen zur Kirche. Ende der 70er revolutionierte Karstadt den Einzelhandel in Lemgo und in Detmold. Doch zum neuen Jahrtausend ging es bergab. Hier in Detmold übernahm 2005 ein britischer Investor. 2007 folgte die Umbenennung in Hertie, aber auch das hielt nur 2 Jahre. Nach der Insolvenz 2008 schloss das Warenhaus ein Jahr später. 2013 fielen die Mauern, das Gebäude wurde zu großen Teilen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das Geschäftshaus im Rosental öffnete im September 2014 wieder. Einen offiziellen Namen hat es bis heute nicht. Im Rosental kommen auch richtig schöne Erinnerungen hoch. Die WM 2006 geht als Sommermärchen in die Geschichte ein. Und genau hier wurde richtig gefeiert. Nach dem Viertelfinale lagen sich die Fans beim Rudelgucken in den Armen. In Lemgo drehte sich der Autokorso um den Kreisel bei der Post und in Detmold feierten sie im Rosental und in der Langen Straße. Dann kam das Halbfinale gegen Italien und alles war vorbei. Für Deutschland blieb nur der 3. Platz und die Erinnerung an einen märchenhaften Sommer. Das war sie also, unsere Zeitreise durch Lippe. Manches ist gleich geblieben und sehr viel hat sich verändert. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Und wer noch nicht genug hat, der findet auf lz.de/Zeitreise mehr als 50 Artikel zu dem Thema. Das Video wurde präsentiert von B&K, Ihr BMW und Mini-Autohaus in Detmold.